Hi, heute geht's über den lustigen Beetlebot. Er ist aus einem gebogenen Metallgehäuse, zwei kleinen Dieselmotoren, hier und da. Die Räder sind aus Schrumpfschlauch. Hier vorne sind zwei gelbe LEDs, hier hinten zwei rote. Und an den beiden Rändern sind jemals, also noch zwei blaue hier vorne. Die Fühler sind aus einer Büroklammer. Und da dran sind so kleine Taster. Das heißt, ich mache den jetzt mal an. Ihr seht, die Räder irgendwas, aber ihr hört, die LEDs leuchten. Jetzt gehe ich mal hier auf den Fühler und ihr seht, er bleibt stehen. Und die LEDs leuchten. Guck, das einer, der dreht sich und der dreht sich nicht, wenn der Taster steht. So, jetzt dreht sich keiner und die LEDs zeigen mir an, ja, dass der halt fertig ist. Gut. Also so steht. Jetzt lassen wir mal laufen. So, ihr habt gesehen, wenn er wogegen fährt. Also er fährt schnell, aber wenn er wogegen fährt. Guck, jetzt hat er sich abgedreht. Also jetzt sieht man, genau, jetzt hat er abgeschaltet, dass wenn der 9-Volt-Block nicht mehr ganz voll ist, dann gehen manchmal die LEDs nicht an und er fährt einfach weiter. Aber so schlimm ist das jetzt auch nicht. Ah, jetzt hat es schön geklappt. Wenn er gegen kommt, so guckt, dann lenkt er sich ab und so soll das eigentlich gehen. Ja, jetzt.